Mission complete. So, Neverending War. Die erste Mission, die ich für ein bisschen schwieriger halte. Neben der ersten. Ganz einfach, weil wir immer noch unter der Einschränkung liegen, dass wir keine großartigen Waffen bauen können. Das Gute ist, dass diese Einschränkung nicht für Flughäfen gilt. Daher können wir schön versuchen, diesen Flughafen hier einzunehmen und anschließend von dort aus Bomber bauen zu können, mit denen wir das Hauptquartier stürmen können. Die Sache ist nur, diese Mission würde ich ganz gerne mit Colin und Sascha spielen. Was gibt's denn hier schon für Skills? Die haben noch nicht allzu viel. Ich habe sie in der normalen Kampagne gar nicht so häufig verwendet. Tja, da müssen wir halt damit klarkommen. Schlimmeres. Ich kämpfe nur mit den zwei. Ich werde sowieso nur mit Colin spielen, wenn ich, so wie ich mich kenne. So, was machen wir hier? Bewegen wir mal nach oben. Der Infanterie reicht's noch. Immerhin, das Glück funktioniert noch. Jetzt muss ich kurz mal schauen, wie weit ist die Reichweite? Okay. Ja, genau deswegen brauche ich eine Anti-Air. Muss mal ganz kurz wieder zurückziehen. Kleine Planänderung. Tank nicht schaden. Der schießt mit direkt auf die Mech. Die Mech-Einheit ist eh nicht zu retten, wobei die
kann dann so wenigstens die Infanterie da oben beschützen. Eine Gold Rush am Morgen. So, dem, was ich eigentlich vorhatte. Angerollt kommt. So. Allen brauche ich hier einen Wackelvogel. Um das Ding da kaputt schießen zu können. Schadet hier wirklich auch nicht. Der greift nicht mal an. Das finde ich ja sehr schön. Bauen wir da oben jetzt noch einen Tank. Thank you.
Ob ich noch einen Lockvogel finde. Diesen Panzer hier jetzt. Damit ich den Flughafen da hinten schneller einnehmen kann. Hier macht jetzt nur noch Sorgen, aber gut, das geht schon. Neotank zu mir runter. Das ist nicht so gut. Wie weit kommt denn der schon? Das ist das Problem, wenn man nichts Großes bauen kann. Dann hat das Problem, wie halte ich einen Neotank auf? Machen, weil die ist die einzige, die mich daran hindern könnte, den Flughafen da unten zu besetzen. Dann lag ich erstmal hier. Das lasse ich die mal ablösen. Wirklich hätte ich auch irgendwann mehr als genug Panzer zu sammeln, um das Ganze noch so rumzureißen. Power.
Lockung ist gerade so schön da. Vor allem, weil man so selten einen guten Einsatz von dieser Gabe machen kann. Power of Money. Wenn man sonst den Neotank fertig wird, dann mach's damit. Schön verknüppeln. So, und jetzt fangen wir damit an. Fahrlos nähern. Mehr oder weniger. Der Raketenwerfer steht halt noch da. Noch circa 4000. Wir müssen die Kopter hier mal erreichen, weil ich jetzt hier den Tank noch brauche. Sowas von geopfert, weil da oben schon wieder ein Titanpanzer steht. Das ist mir klar. Allerdings möchte ich hier hauptsächlich mal diesen Flak da loswerden, damit mein Bomber jetzt gleich freien Flug hat. Ja, das kann ich den da wegmachen. Steht eh schon zu lange da. Push.
Samen 2 in 1 Pack. So, hier sind wir auch durch. Und ein weiterer Bomber. Na super. Also mindestens ein Panzer geht jetzt noch drauf. Was war das? Scheiße, noch 54%. Da müssen wir mal auf einen guten Luckroll hoffen. Komm schon, mach 7 draus. Nein, das waren nur 5. Na komm, sprechen du bitte wenigstens auf 2 oder 3 runter. Ganz gut. Sogar eine 1 passt. Eine Co-Power gebe ich dir noch. Wir brauchen noch mehr Bomber. So viel aus. Jetzt haben wir wenigstens 63%, jetzt wo er keine Gabel mehr drin hat. Gehen wir mal wieder ins Hauptquartier besetzen. Komm schon, 8%, da geben wir sowas. Ja, sowas zum Beispiel. Und hier haben wir nochmal 7%. Hoho! Gut. Mit einem KO hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ja, Glück kann diese Schlacht schon ganz schön entscheiden. Thank you.
glaube, ich habe ihn doch eher geroutet, als dass ich ihn als Hauptquartier besetze. Sah nur bis vor kurzem nicht unbedingt so aus, vor allem weil da noch die ganzen Neotanks da standen, die ich dann mit Luckshots kaputt gehauen habe. Aber gut. Es war gerade noch so ein S-Rank. 3 Punkte weniger, das wäre keiner mehr gewesen.